Ja, erstmal vielen Dank, Katrin Rothe. Wir haben ja jetzt noch die Gelegenheit, auch politisch über die ganze Situation zu diskutieren. Ich glaube, wir sind alle gerade so ein bisschen, oder die, die Situation so noch nicht gesehen haben. Also vielen Dank, dass du uns das mal so veranschaulicht hast. Gerade so ein bisschen auch schockiert. Und ich glaube, gut wäre es, wenn wir jetzt mal darüber diskutieren, wie wir in Zukunft auch solchen Vermietern das Handwerk legen können, beziehungsweise auch den Mieterschutz vielleicht wieder ausbauen können, sodass Berlin als, sage ich mal, soziale Stadt, als Stadt, wo eben auch Arm und Reich nebeneinander leben können und nicht nur in den Außenbezirken, so wie das in Paris oder London meistens der Fall ist, wie wir das zusammen schaffen können. Deswegen würde ich jetzt erstmal unsere Expertinnen und Experten auf die Bühne bitten. Da haben wir einmal eben Katrin Rothe als auch Betroffene, aber eben auch als unsere Regisseurin, die, finde ich, auf jeden Fall noch mal heute politisch zu Wort kommen muss. Dich würde ich erstmal auf die Bühne bitten. Dann haben wir Andreas Otto hier zu Gast. Er ist im Moment Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Dort, ja, mach mal in Ruhe, dort bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Berliner Abgeordnetenhausfraktion der Grünen und auch Direktkandidat in Pankow für den Bundestag, den wir ja in knapp 11 Tagen wählen werden. Dann haben wir hier Peter Weber zu Gast. Er ist herzlich willkommen. Er ist im Vorstand der Stiftung, nee, im Kuratorium, entschuldige bitte, der Stiftung Trias, wozu er gleich selber noch mal was erzählen kann, und auch im Vorstand der Genossenschaft Selbstbau. Und wir haben Rainer Wild zu Gast, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, die größte Mietervertretung, die wir in Berlin haben. Sehr gerne. Genau. Herzlich willkommen. Ich glaube, ein Applaus wäre jetzt ganz nett von euch. Bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen, muss ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir hier einen Livestream haben. Also es wird live ins Internet übertragen. Ich hoffe nicht unbedingt an die falschen Leute, aber verhindern kann man das ja leider eh nicht. Das soll heute aber nicht Thema sein, sondern wir wollen ja eben über die Wohnungspolitik sprechen. Ich glaube, Katrin wird bestimmt gleich wiederkommen, hoffe ich zumindest. Wir wollen natürlich jetzt auch, ich sage jetzt einfach mal ihr und euch, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir uns vielleicht auch heute Abend duzen. Wir wollen natürlich jetzt nicht nur hier im Podium sprechen, sondern wir wollen auch gerne mit euch diskutieren. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass erstmal hier jeder kurz zu Wort kommen kann und danach geht das Mikro auch an euch ins Publikum. Die Audrey ist hier, die wird euch dann das Mikro geben. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt einfach mal, wer dann da Lust hat. Aber es wäre schön, wenn ihr schon mal frühzeitig ein Zeichen geben würdet, wenn ihr euch zu Wort melden wollt. Ihr hättet gern mehr Licht im Publikum. Ich hätte zum Beispiel gern ein bisschen weniger Licht hier oben. Ich sehe euch irgendwie nicht, aber sehr schön. Gut, ein bisschen besser. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Gut, ich hatte jetzt, aber gut, ich weiß nicht, ob die Namensschilder jetzt stimmen. Nehmt euch was zu trinken, ihr wisst. Erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich würde gerne mit dir, Katrin, anfangen, nicht nur, weil du Betroffene bist, sondern ich glaube, du hast hier auch eine Menge zu erzählen, was aus deiner Sicht politisch passieren muss, dass sowas irgendwann in Zukunft nicht mehr möglich ist. Es ist ja in Deutschland gerade regelrecht, sage ich mal, negativ Goldgräberstimmung. Wir haben ja, also das ist ja eine Entwicklung, die nicht nur Berlin trifft und da gibt es sicherlich auch ganz viele Ursachen. Es ist ja nicht nur so, dass die Finanzkrise eine Ursache davon ist, sondern es gibt ja auch durch den verstärkten Zuzug, durch die Zunahme der Single-Haushalte und so weiter und auch natürlich durch fehlende Neubauprogramme der öffentlichen Hand und diversen anderen Gründen haben wir diese Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Und ich habe auch letztens mit einem Vermieter in Neukölln gesprochen, der ähnliche Beobachtungen macht. Also es gibt ja auch nette Vermieter und korrekte Vermieter, der eben auch davon spricht, dass Nordneukölln gerade massenhaft aufgekauft wird von vielen griechischen, russischen, auch Investoren aus der gesamten Bundesrepublik. Also genau, bevor ich dir das Wort gebe, würde ich eben gerne noch mal wissen, weil der Film ja leider nicht gut endet in dem Sinne. Oder sagen wir es mal so, du hast ja selber offen gelassen, ob das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage ist. Da würde ich gerne noch mal von dir hören.
Lohnt es sich denn, sozusagen zu protestieren und in den Widerstand zu gehen und sich zu wehren als Mieterin, als Mieter? Oder wie würdest du das beurteilen? Also wir wären gern wohnen geblieben. Also und es war auch ein Grund, dann zu sagen, ich mache das als mein nächstes, als meinen nächsten Film, zu sagen, es ist jetzt wichtig, um meine Wohnung zu kämpfen und das wird sehr anstrengend. Es wird Zeit kosten und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du es zu deinem Film, dann kannst du dir auch diese Zeit überhaupt nehmen, dich damit zu beschäftigen. Und wir haben lange auch gehofft, wir können wohnen bleiben, oder? Also man wusste zwar oft aus, also weil man fragt immer rum und irgendwo gibt es dann immer ein, zwei, die dann wieder einziehen können. Also sonst hätten wir das bestimmt auch nie so lange ausgehalten. Also wer da keine Hoffnung hatte, der hätte da, also nur zum Verhandeln oder so, dazu war das zu unwürdig, dazu waren das zu viel schlaflose Nächte, dazu. Also es wohnen noch, der Rentner wohnt noch in der Wohnung, der da am Anfang mit dem Fahrrad angekommen ist. Der macht eigentlich interessanterweise auch ganz viel falsch. Aber der ist noch da. Der hat irgendwie scheinbar einen guten Anwalt oder er ist ja auch schwerbehindert und das ist wahrscheinlich dann nochmal schwieriger. Der macht einfach so, was er will. Also der hat auch seinen Behindertenparkplatz wieder durchgesetzt, dass der genau immer vorm Haus ist und die Baustelle muss immer drum herum und so. Der hat dann auch schon sehr früh angefangen, die Polizei zu rufen, als sie seine Fahrräder aus dem Keller weggeräumt haben. Das ist ja irgendwie, das hat ihn sehr geärgert, weil da hat er sich immer so ein bisschen was dazu verdient. Wo er auch gleich wieder eine Abmahnung bekommen hat, weil er ja hier irgendwie gewerblich und er hat auch ganz viel Angst gehabt und so. Und es wohnt die Steff noch da, die mit den langen Haaren, die am Anfang in der Pizzeria mit sitzt und die am Ende da ist. Die wohnt auch noch da, die macht das Ganze ein zweites Mal durch, also die hat das schon mal hinter sich und die hat auch ziemlich entschlossen von Anfang an gesagt, sie steht das jetzt durch, weil immer umziehen ist nichts. Es ist, was man aber wissen muss, ist, sie hat auch jetzt mittlerweile ihren Prozess verloren, also sie muss alles dulden. Jetzt sagt sie halt, okay, da muss ich halt immer da sein. Es hat sich bis jetzt vor kurzem hingezogen. Und sie könnte sich auch eine sehr viel höhere Miete leisten. Das muss man dann auch dazu wissen, die das jetzt noch. Und sind schon neue Eigentümer eingezogen. Ja, waren da noch mehr Fragen? Genau, wir wollen ja das, was man machen kann. Ja, genau, wir wollen ja politisch vor allem ja auch diskutieren. Die Frage ist, was erwartest du von der Politik? Ich erwarte, dass das wirklich strafbar ist. Also das, was wir erlebt haben, das ist kriminell. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich fühle mich aus meiner Wohnung genötigt. Also Bestechung, Entmieten und Schikanieren. Ein Vergleichsangebot mit einer 2-Wochen-Frist. Und kurz bevor diese Frist ausläuft, also ist eine Besichtigung, wo der Abbruch provoziert wird. Auch bei anderen so ähnliche Abläufe, also auch in einem anderen Mietpartei, sich genauso wiederholt immer, dass es immer so ein Stichwort gab und dann wurde immer plötzlich die Besichtigung abgebrochen. Also ein provozierter Abbruch, zusätzlich eine fristlose Kündigung. Ich kriege dann auch gleichzeitig wiederum E-Mails. Also ich habe die fristlose Kündigung und habe von diesem Kaufinteressenten E-Mails bekommen. So nach dem Motto, ich bin nicht scheiße, ich finde den Herrn Club auch doof, aber ich brauche, nimm doch das Geld und so. Also ich fühle mich daraus genötigt, also zusätzlich, dass die Briefkästen, wie man es da sieht, auf dem Fußboden liegen und so. Das sind auch Sachen, die einem erst, wenn man dann ausgezogen ist, manchmal erst bewusst werden, wie schrecklich das ist, wenn irgendwie du den gar immer getreten wirst, wenn du nicht mal mehr zum Briefkasten gehst. Also wenn du immer den Briefkasten aufmachst und denkst, was ist denn da jetzt wieder drin? Und ich meine, dann man wird ja auch, also ich habe mich sehr früh an die Politik gewandt, also am 28. Februar war ich mit im Abgeordnetenhaus, als dieses Anhörung war. Das hatte ich auch im Internet gefunden, ich kannte damals die Leute alle noch nicht, hat mich da mit meinem Schild Entmieten, Verbieten da so dazwischen gesetzt. Und dann habe ich auch die Politiker da angesprochen und es hieß immer, wer ist da der Eigentümer und was ist. Dann habe ich kurz diesen Fall geschildert und dann wurde mir halt gesagt, das ist eine zivilrechtliche Sache, ja, das ist alles, es ist euer Zivilrecht. Und ich meine, was das Zivilrecht da war, das hat man ja gesehen. Also ich habe eine Modernisierungsankündigung, die überhaupt nicht
das ist, was er da verkauft. Also er hat die Wohnung anders verkauft als in meiner Modernisierungsankündigung. Also in meiner Wohnung war gar kein Balkon gewesen und er hat mich aber auf dem Balkon verklagt. Also was für ein, das haben, und da haben wir halt auch immer uns an, also wir haben uns an die Politik gewandt und zwar an Frank Bertermann, der ist auch hier im Publikum. Winken bitte. Also das wird man jetzt nicht erkennen, der ist im Dunkeln, er hat lange Haare. Da gibt es nicht ganz so viele. Er hat dann sozusagen anonym, ja genau, von unserem Haus kommt Beifall, weil er hat dann anonym sozusagen eine Anfrage gestellt bei der BVV, um uns als einzelne Mieter zu schützen. Also er hat uns sehr früh beraten und hat gesagt, dass nicht einzelne Personen nach außen treten, die dann sozusagen bearbeitet werden von dem Vermieter, macht er das für uns sozusagen, dass wir dahinter treten. Da gab es im Vorfeld einen Brief, den wir also geschrieben haben, was bei uns der Fall ist, wo wir viel, also beinahe noch viel gestritten haben, weil natürlich jeder ein bisschen was anderes sieht. Und was uns, also deswegen komme ich da jetzt drauf, also was uns so geschockt hat, ist, dass der Gerichtsprozess, dass wir einfach was verklagt wurden, was überhaupt nicht gebaut wird und dass das legal ist. Also genau das, er hat beim Grundbuch diese Wohnung aufteilen können, wie er will. Das stimmt überhaupt nicht mit meinem Mietergrundriss überein. Also das war in meinem Fall der Wohnung so. In anderen Wohnungen hat es übereingestimmt, da liefen aber dieselben Sachen ab wie bei mir. Und er verklagt mich auf was und führt Käufer durch und verkauft was ganz anderes. Und wie das auch der nette Herr Funke vom Grundbuchamt sagt, entweder man verlässt sich darauf, dass die Käufer es halt kaufen oder nicht kaufen, also dass die das schon selbst merken. Was in meinem Fall ja auch war, die Käufer haben, wenn sie denn dann kaufen wollten, nachdem sie da bei der Besichtigung waren, was einige gemacht haben, die haben dann spätestens, wenn sie ihren Kaufvertrag beim Notar hinterlegt haben, haben sie da irgendwie davon Abstand gehalten. Das hieß aber, dann kamen immer wieder neue Leute. Ja, also ich, also und man wird ausgelacht, aber ich möchte, dass das verboten wird. Also wenn man sowas sagt, es kann nicht sein, dass diese Geschäftswelt, dass die auf den einzelnen Menschen so losgelassen wird. Also wir hatten zum Glück im Haus einzelne, dein Mann zum Beispiel, der so eine Geschäftswelt überhaupt kannte, ja, der dann irgendwie ziemlich schnell Kontra geben konnte. Aber jetzt für uns war das ja das erste Mal so ein Lügen, so ein Unterdruck setzen, so ein Schreiben, die man ignorieren soll, die trotzdem irgendwie 5 Stempel haben oder so. Gut, ja, war genug, oder? Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde den Ball auch gerne gleich an Andreas spielen, weil ja jetzt sozusagen auch Katrin schon gesagt hat, sie möchte gerne, dass das verboten wird. Also diese, ich sag jetzt mal, Nötigungen, die da passieren und auch diese systematischen Entmietungsstrategien. Die Frage ist jetzt, Andreas, was möchtest du dagegen machen? Du wirst ja in den Bundestag hoffentlich einziehen und bist ja auch hier in der Landespolitik schon sehr lange aktiv. Und ja, die Frage ist an dich jetzt, was denkst du, was gilt es da zu tun? Was für Maßnahmen müssen wir da ergreifen? Ja, schönen guten Abend von mir. Ich bin vor ein bisschen später gekommen, aber ich habe heute Nachmittag den Film schon mal angeguckt. Bei YouTube kann man das tun und das ist schon, glaube ich, ergreifend, unter welchen Druck da die Leute gesetzt wurden. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass es so einen Film gibt, weil es viele Leute sich nicht vorstellen können. Und ich habe in meiner Praxis, ich wohne in Prenzlauer Berg, schon viele so eine Häuser erlebt und auch viele Leute erlebt, auch in meiner Bürgersprechstunde, die in ähnlichen Situationen waren. Und es ist ja die Frage, was kann man da eigentlich dagegen tun und warum ist das so? Wir haben ja die Situation, dass eine Wohnung, wir haben ja in Berlin das Recht auf Wohnen, deswegen haben wir dieses schöne Plakat mit dem Zitat aus der Berliner Verfassung. Wir haben das Recht auf Wohnen und gleichzeitig oder trotzdem sind Häuser, sind Wohnungen eine Ware, die gehandelt wird und mit der sehr, sehr viel Geld verdient wird. Und angesichts der Finanz- und Bankenkrise, das sieht man an den Preissteigerungen, die ja wie wahnsinnig sind in den letzten 2 Jahren hier in Berlin für einen Quadratmeter
Wohnfläche, kriegt man mit, was da für ein ökonomischer Druck ist auf einzelne Häuser, auf einzelne Wohnungen und letztendlich dann auf die Mieterinnen und Mieter, die darin leben. Und das ist fürchterlich. Und da ist die Frage, was tut man da? Und meines Erachtens muss das Ziel dann sein, dass man die Leute da packt, nämlich an der Ökonomie. Und dieses Ziel, was hier ja offensichtlich war, die Wohnungen sollten umgewandelt werden, sollten leer verkauft werden, ohne dass da jemand drin lebt, das muss man ändern. Das muss man in der Weise ändern, dass man sagt, hört mal zu, Umwandlung von günstigen Miet in Eigentumswohnungen müssen wir begrenzen, müssen wir verbieten oder wie auch immer, zumindest so steuern, dass solche Fälle nicht vorkommen. Das ist ein Ziel, was wir haben. Das geht heute schon theoretisch in Berlin, zumindest in den sogenannten Milieuschutz- oder Erhaltungsgebieten nach dem § 172 Baugesetzbuch. Da könnte man das tun. Und das will der Senat aber nicht. Wir haben jetzt inzwischen, ich habe mal gezählt, zum dritten Mal das im Abgeordnetenhaus Katrin und ich beantragt, dass es so eine Verordnung geben soll. Das macht der Senat nicht, das hat auch der letzte Senat nicht getan. Ich habe das erste Mal das Anfang 2011 beantragt im Abgeordnetenhaus. Damals hatten wir Rot-Rot, heute haben wir eine große Koalition. Beide können sich da nicht für erwärmen. Das ist also das Erste, was man machen kann. Wir haben, die Frage war Bundestag, wir haben aber uns vorgenommen, das nicht nur in diesen Erhaltungs- oder Milieuschutzgebieten so zu machen, sondern das muss grundsätzlich möglich sein, dass eine Gemeinde in Berlin dann in der Regel der Bezirk sagt, in dem Gebiet, wo preiswerter Wohnraum en gros droht verloren zu gehen, da müssen wir das untersagen, diese Umwandlung. Damit ist zumindest dieser ökonomische Druck weg, nämlich die Wohnung verkaufen zu wollen, den Quadratmeter, wenn man sich das anguckt, heute in der Morgenpost oder im Tagesspiegel, die Annoncen für 3.000, wir sind jetzt über 3.000 Euro pro Quadratmeter. Die Spanne, ich weiß nicht, was das Haus gekostet hat, ob das in dem Film vorkam. Also in der Regel kaufen die heute so für 800 bis 1.000 Euro den Quadratmeter, kaufen die so eine Häuser in solchen Lagen in Mitte. Und die Spanne zu 3.000 oder 3.500 Euro, die ist so groß, da verlieren die Leute jegliche Kontenance und das kann man ja daran sehen. Zweites ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Weg, Druck auszuüben über so eine Modernisierungsankündigung. Da wären zum Teil fantastische Dinge reingeschrieben, da werden Grundrisse verändert, Balkone angebaut. Ich kenne Fälle, wo Leute noch ein Parkett und eine Einbauküche bekommen sollten und das sollen die alles dulden und dann auch noch bezahlen. Und da haben wir uns überlegt, das wollen wir nicht mehr so haben, sondern wir wollen das bei der energetischen Modernisierung, glaube ich, ist es sinnvoll, ist ein gesellschaftliches Anliegen. Aber bei allen anderen Dingen, solche Grundrissveränderungen, die du da bezahlen sollst oder den Balkon, den du bezahlen sollst, auch wenn du den vielleicht gar nicht haben möchtest, das muss man rausnehmen aus dem BGB und muss sagen, wenn das jemand will, dann können die das freiwillig vereinbaren. Aber das dulden zu müssen und bezahlen zu müssen als Mieter alleine, das wollen wir nicht mehr. Das wollen wir gerne im BGB ändern, damit man zumindest da rauskommt. Zu dieser ganzen Frage kriminell Druck ausüben. Ich rate immer allen, da müsst ihr jeden Tag die Polizei holen. Das ist Mist und das ist mühsam und die Polizei, die fährt dann vielleicht wieder los. Aber im Moment gibt es da keinen anderen Weg. Wenn man so unter Druck gesetzt wird, die Polizei anzurufen. Ich hatte jetzt vorhin die Idee, ob wir das... Soll man das sagen? Die kommen zu einem hin und sagen, die wissen ja genau, die kommen an, schreien rum und machen dann, aber er weiß ganz genau, er geht doch nicht über die Türschwelle. Er weiß, dass ich erstmal Angst davor habe. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie Zeit genommen hätte zum Recherchieren, ziemlich schnell Kontakt zu Betroffenen gehabt hätten, die mir genau gesagt haben, er schreit extrem laut rum, macht dann aber nichts, dann hätte ich, weiß ich auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich war da alleine in der Wohnung. Und die Polizei, wir haben die öfters geholt, die sagen immer erstmal, was sollen wir da machen? Wir können nichts machen. Selbst da, wo er da uns total tyrannisiert hat, auf dem Gerüst rumgehopst ist und alles. Es gab nichts. Wir mussten bitten, um wenigstens eine Vorgangsnummer zu machen. Also es gäbe ja, dass man eine extra Kommission einrichtet in Berlin. Also, dass die sich einfach bei der Polizei sozusagen übergeordnet damit beschäftigt. Eine Arbeitsgemeinschaft oder das wäre eine Variante, dass Phänomen. Das müssten wir vielleicht im Innenausschuss, im Abgeordnetenhaus mal thematisieren. Sensibilisierung der Polizei für genau solche Fälle, wo Leute unter Druck gesetzt werden. Wenn das nötig ist, dann müssen wir das machen. Okay. Ja. Ihr Lieben, wir kommen gleich in die Diskussion. Aber ich sag mal, Leute bitte beleidigen, behaltet euren Gedanken und dann attackieren, das sind Sachen, die sind heute auch nicht erlaubt.
Okay, erstmal vielen Dank, Andreas. Ich würde jetzt erstmal kurz an Rainer weitergeben. Du, wie gesagt, vertrittst ja hier sehr viele Mieterinnen und Mieter in Berlin. Ich denke mal, leider musst du das immer häufiger hier auch in Berlin erleben. Berätst die Leute ja auch, beziehungsweise ihr habt ja viele Anwältinnen und Anwälte, die den Leuten gut möglichst helfen. Deswegen mal meine Frage an dich. Gibt es da konkrete Vorschläge einmal, wenn es eben auch um dieses Unterdrucksetzen der Menschen geht? Gibt es da eurerseits Ratschläge, aber auch langfristig, was schlagt ihr vor? Was muss sich auf dem Wohnungsmarkt verändern? Was muss wie reguliert werden, damit das in Zukunft nicht mehr möglich ist? Ja, also erstmal fand ich den Film ganz toll, weil er sehr deutlich gemacht hat, dass es nicht nur geht um so eine Frage wie Mieterhöhung, kann ich die Mieterhöhung zahlen oder nicht, sondern weil er an dem Beispiel sehr deutlich gemacht hat, wie Menschen unter Druck gesetzt werden, in diesem Prozess das weiterzusuchen und schnell zu kapitulieren. Und dazu gibt es ganz viele Instrumente offensichtlich von der Vermieterseite, wie wir ja gesehen haben, das anzustellen. Und es gibt ganz freche, es gibt weniger freche, es gibt ganz rabiate mit Wasser abstellen, mit was weiß ich, Klo ist über eine Woche nicht mehr da und all so eine Dinge, die kommen ja in diesem ganzen Modernisierungsgeschäft laufend vor. Und das Wesentliche ist ja, dass das, was das für einen Einzelnen bedeutet, und das ist bei dem Film, glaube ich, sehr deutlich geworden, wie leicht man da natürlich auch ins Wanken kommen kann, wenn man dann wittert, dass man diese Sorgen auch los sein kann. Dass man auch überlegt, muss ich mir das zumuten, einerseits da bleiben zu wollen, weil wer will schon gern seine Heimat aufgeben? Die Beziehungen um die Wohnung rumherum, die Kinder sind in der Schule, im Kindergarten gewesen, die Freunde sind im Umkreis, all das will ja eigentlich keiner so leicht aufgeben. Und deswegen ist es auch ganz verständlich, dass man da erstmal die Kräfte versucht zu bündeln und zu machen. Der zweite Punkt ist, was ich ganz toll fand, war auch, dass ihr sehr lange eine Gemeinschaft unter den Mietern hattet, auch wenn Leute ausgezogen sind, weil ganz klar, ohne das geht so gut wie gar nicht. Weil wenn man dann nicht irgendwie beim Nachbarn die Sorgen auch mal gleich loswerden kann und jemand, der dasselbe erlebt, zu sagen, Mensch, wie hast du das gemacht und so, ist total wichtig. Und das ist natürlich etwas, was nicht allen gelingt. Weil nicht alle Mieter haben zu ihren Nachbarn dieselben guten Kontakte, wo das möglich wird. Und deswegen ist unsere Erfahrung eben leider auch, dass ein Teil der Mieter schon zu Beginn, wenn nämlich genau dieser Brief kommt mit der Modernisierungsankündigung, die eigene Planung beginnt und sagt, okay, ich weiß durch Erzählungen, was auf mich zukommt, ich brauche unheimlich viel Kraft, um das zu machen und ich brauche Rückhalt und will ich diese Auseinandersetzung und dann auch noch den Lärm und den Dreck und all den Mist, der damit verbunden ist. Und das machen eben viele Menschen nicht, was man, finde ich, persönlich total nachvollziehen kann. Aber es ist natürlich eigentlich für die Leute Mist, weil sie es nicht wirklich wollen. Und deswegen müssen wir natürlich auch überlegen, finde ich, wie man das anders machen kann. Ganz zu Anfang in dem Film ist ja deutlich geworden, was eigentlich dahinter steckt. Weil dieser Investorentypus, der hier dargestellt wird, ist ja auch ein ganz spezieller. Und natürlich wittern die in dem Moment, wo der Wohnungsmarkt sich entsprechend entwickelt, Nachfrage größer ist als das Angebot, hoppla, das ist meine Stunde. Und jetzt geht's los. Und dann versuchen die mit den verschiedensten Instrumenten zu ihrem wirtschaftlichen Erfolg zu kommen und Geschäfte mit dem Wohnungsbau zu machen. Das ist im Moment die Realität bei diesen Anlagemenschen. Und ein Muster, das hat der Andreas Otto eben auch schon gesagt, ist natürlich die Umwandlung von Miete in Eigentumswohnung. Die ist sozusagen der Finanzierungsgipfel bei diesen ganzen Mechanismen. Die Modernisierung ist nämlich manchmal ein bisschen kompliziert durchzusetzen. Aber bei der Umwandlung kommt immer sozusagen die eigentliche Rendite aus dieser ganzen Strategie der Wohnraumbewirtschaftung durch. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir diese Umwandlung tatsächlich eingeschränkt bekommen bzw. verboten bekommen. Wir haben schon vor vielen Jahren darüber überlegt, ja, klatscht ruhig, das muss eigentlich sein, weil das ist natürlich ein Problem. Wir haben schon vor vielen Jahren ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, weil so eine Frage nämlich, Verbot der Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, da gibt es die Juristen mit den verfassungsrechtlichen Bedenken. Wenn man das generell macht, in bestimmten Gebieten wiederum, da braucht man da keine Sorge haben, weil das ist klar, in Milieuschutzgebieten könnte es möglich sein. Und das ist natürlich ein Druck, den wir versuchen zu erzeugen, weil wenigstens in diesen Quartieren die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen untersagt wird. Aber da muss man auch noch in so einem Gebiet wohnen. Und das ist auch ein Punkt,
Das Haus steht im Bezirk Mitte. Und der Bezirk Mitte ist so total umgekrempelt worden in den letzten 15 Jahren, da ist fast kein Mieter mehr, der mal da gewohnt hat. Und es liegt auch natürlich an der Politik in diesem Bezirk. Und wenn ihr bei Frank Bertermann da einen Zuspruch gefunden habt, dann ist das schön gewesen, dass ihr das bei ihm hattet. Aber wenn man sich anguckt, was die Stadträte beispielsweise in Mitte veranstaltet haben, dann muss man sagen, dann ist von den ganzen Instrumenten relativ wenig übrig geblieben. Und als da Ansätze waren, bestimmte Instrumente zur Wirkung zu bringen, hat damals der Senat gesagt, wir unterstützen euch nicht dabei. Die Diskussion zum Beispiel, ob man in Mitte Milieuschutz bekommt, die ist ja schon sehr alt, aber sie war nicht erfolgreich. Der Bezirk Mitte ist umgekrempelt worden. Ein dritter Punkt. Ein Punkt, um die Leute auch zu vertreiben, ist auch über die Baumaßnahmen, natürlich über diese Modernisierung. Und da finde ich, das zeigt sich mir auch immer mehr, da brauchen wir eine sehr starke mietrechtliche Änderung, weil im Moment haben wir die Chance, über diese 11% der Kosten und auch diese ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, Einwand finanzieller Härte, nur wenn die Maßnahmen mehr als allgemein üblich sind. Das sind alles Instrumente, die letztendlich den Mietern nicht richtig helfen. Im ganz konkreten Prozess gehen unheimlich viele Leute letztendlich dann doch, weil der Mieterschutz für solch eine Wohnungsmarktsituation einfach nicht gebaut ist. Ganz klar, da brauchen wir Nachstellungen und da muss es auch noch mehr sein. Wir sagen zum Beispiel, wir brauchen im Grunde eine Abschaffung dieser Investitionsmöglichkeit, weil wir der Auffassung sind, dass das ein zentraler Motor ist, um Mieter aus den Gebäuden zu verdrängen. Und deswegen brauchen wir auch mehr, als im Moment bei der Opposition im Bundestag angeboten wird. 9% Mod-Umlage, das zeigen die Beispiele jetzt auch hier in der Stadt, wo die Städtischen sich an 9% halten, hilft uns da wirklich nur sehr begrenzt, weil die Differenz zwischen 9% und 11% ist letztendlich in einem Fall, wo das Investitionsvolumen wahnsinnig hoch ist, kein Unterschied. Muss man einfach sagen. Das ist nicht das Sinnreichende. Wir haben natürlich ein Problem, Stichwort energetische Gebäudesanierung, und dieses Problem müssen wir uns. Und da geht jetzt auch nochmal dann Appell an Andreas, wir müssen uns mit dieser Frage noch intensiver auseinandersetzen. Wir können auch der energetischen Gebäudesanierung keinen Freifahrtschein verpassen, weil wir auch da merken, dass die Maßstäbe, die da angelegt werden, schlicht und einfach ein Geschäft darstellen und nicht so sehr die Frage, was an Effizienz für Klimaschutz und Energieeinsparung für die Betroffenen am Ende übrig bleibt. Da haben wir noch alle noch keine vernünftige Lösung. Aber allein die Reduktion der Umlage auf 9% macht es nicht. Das weiß ich jedenfalls ganz sicher. Und wenn wir diese beiden Instrumente, Modernisierungsmieterhöhung weg, nur möglich über einen Mietspiegel die Miete zu erhöhen oder ortsübliche Vergleichsmiete und die Umwandlung beschränken, dann haben wir schon ein ganzes Stück gewonnen. Weil dann wird es für solche Investoren wie in dem konkreten Beispiel Bergstraße eben viel schwieriger, erfolgreich zu agieren, weil ihnen fehlt dann einfach so ein bisschen auch der Background, dieses dann auch gerichtlich durchzusetzen. Okay, vielen Dank, Rainer. Wenn ich kurz mal was dazu ergänzen darf, weil hier das Thema Milieuschutzgebiete gefallen ist. Im Moment ist das ja in jeder Frau's und jedermanns Munde. Ich war, glaube ich, fast jetzt in fast 8 Bezirken, wo das nochmal diskutiert wird, auch in den 7 waren es, Entschuldigung, sogar in Steglitz-Zehlendorf oder in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo man ja immer denkt, naja, da gibt es nicht so viele Menschen, anders als jetzt vielleicht in Neukölln oder Kreuzberg, da gibt es die das unbedingt haben wollen oder brauchen, aber das ändert sich dort gerade in der ganzen Stadt. Verlangen die Leute das, fordern die Leute das und die Bezirke kommen nicht hinterher oder blocken das leider ab. Und heute war es, nur wenn ich das noch kurz sagen darf, auch so, wir hatten ja die Aktuelle Stunde zum Thema Wohnungspolitik und Herr Bausenator Müller hat uns der Opposition insgesamt vorgeworfen, wir würden Hysterie in der Stadt betreiben, weil es gibt doch noch bezahlbare Wohnungen in der Stadt. Also nur, um auch mal hier deutlich zu machen, mit wem man im Parlament diskutiert und wer da gerade die Mehrheit hat. Deswegen, genauso ist es ja auch in Neukölln mit Herrn Buschkowski leider nicht viel besser, der nur blockt. Genau.
Es wäre schön, wenn du uns das gleich nochmal erzählst. Ich glaube, da sind alle hier sehr neugierig drauf. Ich würde jetzt gerne noch last but not least zu Herrn Weber, Peter Weber, kommen. Schön, dass du auch da bist. Du vertrittst ja nicht nur eine Genossenschaft, sondern auch die Stiftung Trias, die ja ein ganz anderes Modell verfolgt, als es der Vermieter tut, den wir gerade gesehen haben. Ich weiß nicht, ob allen Leuten die Stiftung Trias ein Begriff ist, deswegen würde ich dich kurz bitten, genau zu erzählen, was ihr da so genau macht. Warum seid ihr besser als die üblichen Vermieter oder auch Hausbetreiber? Und genau, was für einen Beitrag, denkst du, können Genossenschaften leisten, um uns vor Immobilienspekulationen zu schützen? Ja, also vielen Dank für die, Susanne, ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, so aus meiner heilen Welt jetzt nach diesem Film zu berichten. Also ich bin seit 1996 Vorstand einer kleinen Mietergenossenschaft, die sich im Prenzlauer Berg gegründet hat, bei der Martin wohnt. Das fand ich jetzt total schön, wie unsere Bewohner und Mitglieder sich doch engagieren und solche Filme, solch wichtige Filme mitmachen. Wir haben inzwischen 20 Wohnprojekte mit ungefähr 400 Wohnungen in Berlin in verschiedenen Bezirken. Wir sind entstanden aus den ersten Selbsthilfeprojekten, die es dann nach der Wende eben auch in Ostberlin gab. Und in der letzten Zeit sind es halt Nischenprojekte, die wir machen können. Wir können sicherlich nicht mithalten in der Innenstadt bei den jetzigen Immobilienpreisen, aber wir haben dann lange Zeit sehr kreativ ehemals öffentlich genutzte Gebäude zu Wohnungen umgebaut, haben da verschiedene Modelle ausprobiert, auch ja, recht schöne Sachen, findet ihr auf der Homepage der Selbstbau-EG. Und eingeladen bin ich jetzt auch als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Trias. Die Stiftung Trias ist auch eine sehr junge Stiftung, also bei Stiftung denkt man ja immer, da gibt es Geld. Bei uns gibt es noch nicht viel Geld, wir sind erstmal dabei, das einzusammeln. Und das verkürzte Ziel der Stiftung Trias ist, den Boden wieder freizukaufen und den Boden von der Spekulation zu befreien und dann Erbpachtverträge abzuschließen mit denen, die das beste Nutzungskonzept für diesen Boden haben. Unsere Genossenschaft hat in Berlin allein 4 Projekte schon mit der Stiftung Trias gemacht, was jetzt so rein wirtschaftlich für die Genossenschaft nicht so ganz sinnvoll ist, was aber für unsere Mitglieder eben doch sehr wichtig ist, dass sie gesagt haben, sie wollen diese Stiftung unterstützen, sie wollen den Aufbau unterstützen. Wir haben Teile des Kaufpreises als Genossenschaft erstmal gespendet an die Stiftung, so dass sie überhaupt das erwerben kann und zahlen jetzt diesen Erbpachtzins. Und die Idee dabei ist, die Stiftung muss aus diesem Erbpachtzins jetzt erstmal die Kredite bedienen, hat aber in 15, 20, 30 Jahren aus diesem Erbpachtzins einfach freies Kapital, um weiter Grund und Boden aufzukaufen. Das ist ein sehr mühseliger Weg. Richtig werden wir das also nicht mehr erleben, wie dann die Stiftung vielleicht tatsächlich auch wohnungspolitisch aktiv werden kann. Aber es ist ein Anfang und es ist einfach ein Modell dabei. Und bei dem, was angesprochen wurde, die Hoffnung auf die Politik. Wir wissen ja alle, dass also ein Baustadtrat in Mitte, der sich jetzt vielleicht nicht als erstes um die Mieterbedürfnisse gekümmert hat, nun auch noch Staatssekretär geworden ist und sich jetzt in der ganzen Stadt aktiv zeigen sollte. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn wir vielleicht auch mal überlegen, wer sind die Menschen, die Eigentumswohnungen haben? Oder wenn wir mal im Bundestag fragen, wer hat denn eine Eigentumswohnung? Dann ist es natürlich auch ganz schwierig, von denen zu verlangen, dass sie den Mieterschutz stärken. Und da haben wir eben so ein generelles gesellschaftliches Problem. Wenn man ganz böse ist, kann man das über Richter weiterdenken. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig. Andreas, du bist hoffentlich Mieter? Nein? Okay. Aber ich bin mir sicher, du wirst trotzdem unsere Mieterinneninteressen vertreten, oder? Das ist eine schöne Geschichte, die ist so ähnlich wie die von Peter. Unser Haus ist mal 1993 als eines der ersten Häuser in Prenzlauer Berg verkauft worden. Und wir haben es geschafft, dass wir als Hausgemeinschaft es selber erworben haben. Das ist aus heutiger Sicht, damals war ich da ziemlich unglücklich, weil ich gedacht habe, wir bleiben einfach Mieter. Das war die damalige
KWV oder wie die dann auch immer hieß, WIP Prenzlauer Berg oder so. Und die haben diese Toast als erste auf den Markt geworfen und wir haben quasi Selbsthilfe gemacht, wie deine Genossenschaft auch. Das sind aber viel zu wenig Fälle, wo das gelungen ist. Ich sage immer allen Leuten, wenn ihr erfahrt, dass euer Haus verkauft wird, dann sprecht solche Leute an wie Peter mit der Genossenschaft oder andere, die gibt es und versucht das Ding wenigstens selber zu kaufen. Das gelingt aber in vielen Fällen nicht, weil meistens erfahren die Menschen zu spät davon. Das ist einfach ein Grundproblem. Auch da diskutieren wir in der Politik darüber, ob nicht die Bezirke in einzelnen Fällen so ein Vorkaufsrecht wahrnehmen könnten und Häuser auch erwerben. Das gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland. In Berlin gibt es das nicht bisher. Und jetzt mittlerweile diskutiert auch der Senat darüber. Aber es ist ein sehr mühsamer Prozess. Dinge, die in anderen Städten laufen, in München oder Hamburg, sind ja immer unsere Vorbilder, hier nach Berlin zu übertragen. Also einfach zu sagen, wir als Kommune kaufen so ein Haus, wo ein Verkaufsvorgang stattfindet, mit einem Vorkaufsrecht an und geben das dann an irgendeine Genossenschaft zum Beispiel weiter. Das ist eine Geschichte, da ist Berlin noch nicht so sehr weit gekommen. Ich rede da schon ein paar Jahre mit allen, Katrin auch, mit den Bezirken. Wir müssen das ausprobieren. Das ist auch ein Weg. Aber auch das ist kein Weg, wo man in der Masse wirklich diese Umwandlungstätigkeit begrenzen kann. Das müssen wir gesetzlich machen. Okay, dann erstmal vielen Dank an euch vier und ich würde gerne jetzt zu euch kommen. Wichtig, wer möchte denn gerne hier was beitragen? Wer hat eine Frage? Wer möchte gerne hier seine Meinung oder ihre Meinung mitteilen? Audrey, du kannst ja vielleicht vorne. Ich würde euch bitten, vielleicht nur kurz, wenn ihr Lust dazu habt, euren Namen oder euren kurzen Hintergrund vielleicht zu erklären. Es gibt ja hier auch viele Leute, die sich in Mieter-Innis organisieren, nur damit wir das kurz wissen. Danke. Ja, mein Name ist Heike Thomas. Ich komme aus der Hausinitiative vom Weichselplatz, Fulda-Weichsel nennt sich das. Ich bin seit 2010 also mit diesem Problem energetische Modernisierung konfrontiert und mittlerweile muss ich leider sagen, das ist ein Thema, was auch auf politischer Ebene, zum Beispiel in der BVV Neukölln, noch vorgestern als nicht verhandelbares Problem angesehen wird. Es wird also geschoben in der Politik, weil man, so wie der Herr Weber das nämlich gesagt hat, ein Problem gesamtgesellschaftlich hat. Also Richter etc. sind selber Eigentümer und möchten eigentlich an diesem Problem, was viele, viele Menschen und immer mehr Menschen angehen wird, auch in der Zukunft, will man eigentlich gar nicht so richtig ran. Was ich sagen kann, Positives ist, dass man als Hausgemeinschaft immer ein sehr starkes Potenzial an Gegenwehr entwickeln kann. Und ich kann allen Häusern in Berlin, die von Modernisierung betroffen sind, also nur empfehlen, dass sie sich zusammentun, um gegenseitig Kraft und Mut zu sprechen und sich nicht unterbuttern lassen von fiesen Machenschaften von Eigentümern, die ein sehr starkes Interesse haben, wie nannte das unsere Eigentümerin, das Haus auf gesellschaftlichen Standard zu bringen. Es soll also wirklich eine Verdrängung stattfinden, damit diese unliebsamen Mieter, die eben nicht genügend Geld bringen, verdrängt werden. Ich würde sogar heute behaupten, es ist energetische Modernisierung ist kein Kavaliersdelikt. Da steckt richtig Kalkül dahinter. Die Eigentümer hoffen darauf, auf uninformierte und auch nicht sehr wehrhafte Leute zu treffen. Sie hoffen darauf, dass sie mit ihrem Intellekt und mit ihrem akademischen Hintergrund und mit ihrem monetären Gehabe, dass sie also Eindruck schinden und die Leute in so eine Haltung kriegen, ja, was du sagst, wird schon richtig für mich sein. Aber letzten Endes zielt es also nur darauf ab, Leute loszuwerden. Und ich kann da gar nichts Lustiges mehr dran empfinden. Ich bin vielfältig unterwegs, nicht nur für unser Haus, sondern für allgemein Mieter und Bürgerinnen. Ich habe auch noch mit mehreren anderen Leuten ein Mieterbündnis ins Leben gerufen in Neukölln. Das nennt sich Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln. Und ich kann eigentlich ich muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht ganz böse Dinge sage. Ich möchte euch alle ermutigen, eure Grundrechte auf Wohnrecht besonders in
Anspruch zu nehmen und euch dafür stark zu machen. Es ist zeitintensiv, es kostet Nerven. Mich hat es auch psychisch stark angegriffen. Ich war mit einer halbseitigen Gesichtslähmung zu Anfang dieses Prozesses war ich erkrankt. Ich hatte sowieso eine schwierige Lebenssituation und dann kam diese Hausgeschichte noch dazu. Lasst euch nicht unterkriegen. Ohne Wohnung sind wir niemand. Ja, vielen Dank, Heike. Dann kommt Oleg als erstes. Ja, guten Abend. Ich bin der Oleg Mürzak aus der Gleimstraße 52. Meine Tür wurde vor einem Jahr abgebrannt. Ja, es ist ein Jahr her. Es ist Entschuldige, ein Jahr Oleg, her. Nur ganz kurz. Ist die Musik? Ja, jetzt ist sie aus. Sorry. Hat hier jemand sein Handy nicht auf stumm geschaltet? La, 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 na, na. Wäre schön, wenn du zum Telefonieren rausgehst. Danke. Wie gesagt, das ist ein Jahr ist das her, dass der Brandanschlag auf meine Wohnung sich ereignete. Also ich will ja gar nicht so viel drüber reden. Also ich habe ein paar Fragen an Sie, Herr Otto, und die werde ich jetzt gleich stellen. Aber nur so ganz kurz am Rande, ein Jahr danach ist der Brandschaden immer noch nicht beseitigt, nur damit ihr wisst. Ich wohne in einer Wohnung, wo es noch nach dem Verbrannten riecht. Meine Decke im Flur ist schwarz. Also der Eigentümer weigert sich unter verschiedenen Vorwänden, diesen Brandschaden zu beheben. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes, weil das Thema dieser Diskussion ist hier, was kann die Politik tun? Und eigentlich kann ich hier wunderbar vorführen, was Politik nicht tut. Nämlich im Falle der Gleimstraße 52 hat sie nachweislich das Milieuschutz, das sogenannte soziales Erhaltungsrecht, außer Kraft gesetzt. Und dafür verantwortlich ist der Bezirksstadtrat Jens Holger Kirchner von den Grünen. Das ist eigentlich ein Skandal, weil ich habe hier eine Baugenehmigung. Alle die, die das wollen, können das nachgucken. Eine Baugenehmigung, erteilt vom Stadtentwicklungsamt Pankow. Für diejenigen, die sich mit Milieuschutz nicht auskennen, also Grundrissveränderungen in Milieuschutzgebieten sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. In unserem Fall hat das Eigentümer eine Baugenehmigung bekommen, wo diese Grundrissveränderungen erlaubt worden sind. Ja, und was passiert als Konsequenz? Gar nichts. Herr Kirchner stellt sich dahin vor die Presse und behauptet, es ist gut, dass wir diesen Vertrag, also anstatt Milieuschutz, hat er eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Eigentümer abgeschlossen, die überhaupt keine Strafsanktionen vorsieht. Das heißt, er kann machen, was er will, er kann dafür überhaupt nicht belangt werden. Was auch nachweislich auch geschah, er hat nachweislich den Vertrag gebrochen. Herr Kirchner hat in diesem Fall gar nichts unternommen. Er hat ihn zu sich zitiert und ihm seine Instrumente gezeigt. Also, ne, das ist das Zitat von Herrn Kirchner. Instrumente hat ihm gezeigt. Also, was ich damit sagen will, Herr Otto, Sie wollen doch vom Pankow kandidieren, nehme ich an. Meine Frage ist, bei wie vielen bedrohten Projekten waren Sie in letzter Zeit? Sagt Ihnen die Problematik der Kanzlerstraße, der Sretzky-Straße, 26, 28, was? Wienststraße 59, Kollwitzstraße? Bitte? Ja, also es ist ein Flächenbrand. Es ist ein Flächenbrand. Seit langer Zeit und in letzter Zeit besonders seitdem Jens Holger Kirchner als Bezirksstadtrat agiert. Also meine Frage, bei wie vielen Projekten waren Sie? Sind Sie informiert darüber? Und eigentlich darüber hinaus will ich sagen, ja, wir können viel davon reden, was wir tun können, aber eigentlich man muss nicht so viel darüber diskutieren, man muss die Gesetze, die schon da sind, einfach anwenden. Wie zum Beispiel in unserem Fall. Wenn die Grundrissveränderungen nicht genehmigungsfähig sind, dann muss man sie nicht genehmigen. Das ist der Mieterschutz. Wenn unser Eigentümer, ne, Herr Klub und
ganz am Anfang war ein ganz anderer Name, der Christian Jerome. Wenn Sie die Grundrissänderung nicht genehmigt bekommen haben, dann wäre vielleicht auch unsere Geschichte anders. Dann wären wir vielleicht noch da. Also, vielleicht haben Sie Lust darauf zu antworten, über die momentane Situation in Pankow, Prenzlauer Berg. Willst du gleich direkt antworten, Andreas, oder sollen wir lieber nochmal einen Redebeitrag sammeln? Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ne, weil das jetzt auch so eine spezielle Situation in Pankow ist. Ja. Ich kann da was zu sagen. Das ist doch aber ein Symptom dafür, dass es viele solche Fälle gibt und dass irgendwas an den Gesetzen auch nicht gut ist. Deswegen haben wir gesprochen über das Thema der Umwandlung, dass das nicht gut ist. Deswegen haben wir gesprochen über die Frage, welche Modernisierungen sind eigentlich erlaubt und was wollen wir da verändern. Zu den konkreten Projekten ist es so, das muss man vielleicht wissen dazu, das Bezirksamt in Pankow, und das machen andere Bezirksämter auch so, versucht im Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, Verträge mit solchen Leuten abzuschließen, mit dem Ziel, dass die Mieterinnen und Mieter, die da wohnen, eine Umsetzwohnung bekommen, das geht in verschiedenen Gebieten, und dann sich aussuchen können, ob sie in der Umsetzwohnung bleiben oder in das Haus zurückziehen. Dazu werden genaue Vereinbarungen geschlossen, wo drin steht, wie hoch ist die Miete. Das ist ja ganz wichtig, dass man eben nicht mit einer, ich war neulich in der Winzstraße, haben Sie angesprochen, in der Winzstraße ist ein ziemlich kurioser Fall, der war auch in der Presse, wo nach der Modernisierung, wo die Leute 15 bis 18 Euro theoretisch pro Quadratmeter bezahlen sollen, das Außenklo noch da ist. Also das ist dann schon ein ganz merkwürdiger Fall. Also da in der Wohnung, die ich da besichtigt habe, da sollen die in der Tat 18 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Die Leute, die da wohnen, die können das nicht, ist ja logisch, wer kann das überhaupt? Und da macht das Bezirksamt Folgendes, die machen einen Vertrag und versuchen für jede einzelne Wohnung auszuhandeln, wo können die Mieterinnen und Mieter hin, entweder dauerhaft oder wieder zurück, und handeln mit den Eigentümern eine Miete aus. Meiner Erkenntnis nach ist es in der Gleimstraße auch so gewesen. Und über die Grundrissgeschichte, da kenne ich jetzt nicht die Details, da müsste ich mir Ihre Baugenehmigung angucken. Aber das Ziel, was das Bezirksamt da verfolgt hat, war in der Tat, dafür zu sorgen, dass keiner auf die Straße fliegt und dafür zu sorgen, dass wirklich alle eine erträgliche Miete haben, auch nach der Modernisierung. Es gibt ja 20 Ja, ist doch eine Schweinerei. Ja, das ist doch eine Schweinerei. Und deswegen. Das fragen wir uns auch sehr oft im Abgeordnetenhaus heute, unter anderem in der Aktuellen Stunde. Ja. Aber können wir vielleicht kurz Andreas nochmal fertig. Genau, fertig. Ich kann. Okay, Oleg, deine Nachfrage ist angekommen. Ich würde sagen, jetzt lassen wir Andreas nochmal das ausführen. Also Verträge sind grundsätzlich erstmal einzuhalten und da muss sich der Bezirk dann darum kümmern. Wie gesagt, aber was ich von diesem Vertrag weiß, ich habe den nicht vorliegen oder studiere nicht alle Verträge, das Ziel des Vertrages, der da gemacht wurde, öffentlich-rechtlicher Vertrag, es gibt ja noch viel mehr Häuser in dem Bezirk, wo das zutrifft, das Ziel des Vertrages ist dafür zu sorgen, dass keiner auf die Straße fliegt und dass die Leute eine erträgliche Miete haben. Ob sie dann zurückziehen in das Haus oder ob sie woanders wohnen. Ja. Aber das ist doch das Ziel. Und ich kenne jetzt nicht Ihren konkreten Fall, aber das ist das Ziel, dass die Leute eine erträgliche Miete haben und gegebenenfalls eine Umsetzung. Das ist das Ziel dieser Verträge. Okay. Olli. Okay, Oleg, das ist angekommen. Ich würde jetzt gerne die Katrin Rothe, ihr könnt euch gerne melden. Also ich würde es gerne, sonst reden wir alle total im Chaos, ihr Lieben. Dann versteht keiner hier irgendjemanden und dann kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Ja? Das wäre ganz toll. Ich würde jetzt erst gerne Katrin kurz das Wort geben. Und, ich will nur... Also mir geht das immer total nah, wenn ich... Also Peri, auch jetzt gerade wieder, weil wir haben uns am 9. Mai, habe ich über diese Listen, habe ich halt, also ich wusste, dass auf der Liste von der Firma, von meinem Eigentümer, von Sascha Klub, dass auf diesen Listen auch eine Kleinstraße GmbH aufgetaucht ist, also auf der Liste, die da auch dieselben Adressen hat und so. Und es stand in der Berliner Zeitung ein Artikel, wo der Oleg mit Namen genannt war und zwei andere Nachbarn, woraufhin ich einfach
hingegangen bin und geklopft habe an der Tür und den Oleg zum Glück erwischt habe. Wir haben dann am 9. Mai eine Versammlung gemacht, wo sozusagen ganz viele Mieter aus der Kleinstraße gekommen sind, ganz viele Mieter aus unserem Haus. Beiden waren auch da. Ich kann nur sagen, da war eine aufgewühlte Menge von Mietern, von ganz unterschiedlichen Leuten da, total aufgewühlt und wusste überhaupt nicht, was ihnen gerade passiert. Und dann im Anschluss gab es diese Milieuschutzverhandlungen oder Vereinbarungen, wo man auch, wenn man jemand gefragt hat, hieß es ja, da gibt es jetzt eine Vereinbarung. Und währenddem diese Vereinbarungen bei der BVV gemacht hat, wurde in diesem Haus schikaniert, weil es ging immer mal so, wenn jemand neuer Name bei uns aufgetaucht ist, plötzlich ein neuer Bauherr oder ein neuer, plötzlich ein Vertreter von dem Eigen, haben wir immer so Namen ausgetauscht, weil uns keiner hilft, weil uns die Politik nicht hilft, fangen wir ja an, selber Netzwerke zu machen und uns so zu helfen, weil wir einfach auch Angst haben vor diesen Leuten. Und dann merkt man, wie das so eine Parallelwelt wird. Da läuft jemand durchs Haus bei denen, der auch bei uns, da gibt es plötzlich einen Gutachter, der Gutachter, der bei uns war, vor dieser Besichtigung, der also bevor diese Besichtigung ist, wo wir diese Mieterparty gemacht haben, war ein Gutachter bei uns. Und völlig grundlos oder irgendwie so ein bisschen, dass wir ihn reingelassen haben dann letztendlich, der dann eben auch in dem Haus auftaucht. Und parallel stellt sich der Bezirk hin oder sagt, ja, gibt es jetzt diese Vereinbarung, ihr könnt ja irgendwie woanders hinziehen. Und dann mitten in diesem Prozess im September brennt diese Tür. Und ich habe selber gemerkt, was das bei mir ausgelöst hat. Ich war erstmal aufgeregt und dann dachte diese, so jetzt sage ich auch diese ganz schlimmen Wörter, also ich fand das übrigens sehr gut, was du gesagt hast, also mir fällt es auch sehr schwer, nicht ganz fiese Wörter zu sagen, also dazu, also zuerst sagt man, die können und dann nach ein paar Tagen bröckelt das, weil man sich überlegt sich immer, was heißt das für mich, ist es das wert oder so. Also das finde ich dann, also es geht mir einfach nahe. Und dann fängt es an, also dann fängt das an mit Grundriss und ja und nein und wir haben das in Pankow. Also es kann nicht sein, dass man da nicht ernst genommen wird. Also dass die Politik die Leute nicht ernst nimmt, die da arg belagert werden von, das habt ihr ja sehr schön gesagt, von diesen geldgeilen Leuten, die sozusagen alles verlieren. Ja. Danke. Vielleicht ganz kurz zu der Geschichte. Wir sind nach der Wende zugeschüttet worden von gutwilligen Menschen, die uns die Sanierung erklären wollten und die sich um die Mieter gekümmert haben. Es gab ganz viele Sanierungsbeauftragte, Sanierungsverwaltungsstellen in diesen Sanierungsgebieten. Diese Sanierungsgebiete waren dann auch so ein großer Tanker, die fuhren in eine Richtung, irgendwann liefen sie aus und da hat man sich gewundert, sind ja gar nicht mehr die Menschen da in diesen Sanierungsgebieten, die wir ja eigentlich schützen wollten mit dieser ganzen Sanierung. Und wir haben irgendwie also keine richtige Gegengewalt, weil diese Sanierungsverwaltungsstellen sind inzwischen leiden unter Abwicklung. Die Sanierungszeitung, die es mal gab, die vor Ort, ist inzwischen eingestellt. Da sitzen irgendwie überlastete Beamte, die sollen jetzt irgendwie gegen Leute mit viel Geld, mit teuren Anwälten und sonst wie so ein Gegengewicht herstellen. Und das passt hinten und vorne einfach nicht. Und dazu haben wir, ist ja auch ein politisches Problem, ständig wechselnde Baustadträte, für die, also aus ständig wechselnden Parteien, ehe die sich irgendwie mit ihrer Verwaltung geeinigt haben, ist die Legislatur vorbei. Also der Verwaltung ist es relativ egal, wer unter ihr Baustadtrat ist, die machen ihren Stiefel dann einfach weiter. Und dann kommt es genau zu so Sachen und es gibt einfach für die betroffenen Mieter inzwischen kaum noch irgendeine Öffentlichkeit. Also wo sind die Sanierungsbeauftragten und all diese ganzen Leute, die mal so ein Gegengewicht hätten teilweise darstellen können, die gibt es nicht mehr. Und inzwischen kann man schon fast sagen, schreibt man bestimmte Bezirke ab, weil man jetzt irgendwie sagt, also Prenzlauer Berg ist jetzt eh gentrifiziert, es gibt noch so ein paar letzte Aufrechte, die in dem gallischen Dorf sitzen. Wir haben noch so ein paar Biotope, so ein paar Genossenschaftshäuser, aber ansonsten ist da von all diesem mit viel Geld angeschobenen Prozess leider nicht mehr viel übrig. Okay, danke Peter. So, dein Beitrag. Ich würde gerne, wenn es okay ist für euch, noch ganz kurz zu Rainer Wild kommen, weil ich noch die Frage hätte, wie ist das mit dem Milieuschutz? Ist das denn ein wirklich brauchbares Instrument, was wirklich auch Leute effektiv schützen kann? Oder bist du der Meinung, wir haben das einfach schlecht gemacht, schlecht verhandelt? Da würde ich gerne noch mal was kurz aus Expertensicht hören. Naja, dieses Instrument ist ja überhaupt nicht neu. Und das sehen wir manchmal auch durch unsere Brille und würden diesen Instrumenten gern sehr viel Schutz andienen, weil wir so wenig haben eigentlich. Ja? Aber das Problem ist, dass die diese
Möglichkeiten geschaffen haben, ganz andere Sachen im Kopf hatten. Bei dem Milieuschutz ging es ganz nur theoretisch um Mieterschutz, eigentlich gar nicht, sondern es ging um ein städtebauliches Instrument, da soll die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung geschützt werden, aber nicht um die Mieter zu schützen, sondern da soll die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung geschützt werden, um der Kommune weniger finanzielle Lasten zu ersparen. Das ist der eigentliche Grund des Milieuschutzes. Also das ist, da wünschen wir uns, weil da heißt, wir wollen die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung schützen, dass es ein Mieterschutzinstrument ist. Wir haben es versucht. Wir haben zu Beginn, also 2000, 2001 gab es Bezirke, die haben auch Prenzlauer Berg und auch Friedrichshain-Kreuzberg, die haben versucht, mit Mietobergrenzen sicherzustellen, dass die Leute bleiben. Und dann gab es natürlich Eigentümervertreter, die gesagt haben, das macht ihr nicht. Und haben diese Bescheide der Bezirksämter angegriffen und haben dann letztendlich vom Bundesverwaltungsgericht erreicht, Mietobergrenzen als Instrument des Mieterschutzes in diesen Milieuschutzgebieten ist nicht statthaft. Das war 2006. Und seitdem brutzeln die Bezirke mit den verschiedensten Instrumenten rum und versuchen, da wo sie engagiert sind, noch ein bisschen was rauszukriegen. Und dann kommt es zu diesen schwierigen Situationen, wo man sagt, wir haben eigentlich gar nichts anderes, wir wollen eigentlich nur mit einem Vertrag, so wie es eben gesagt wurde, versuchen wenigstens die noch zu binden. So, und dann passiert sowas wie ein Feuer und so. Und na klar, das ist aberwitzig, da wird mit so ein öffentlich-rechtlicher Vertrag gemacht. Ob dieser Vertrag schon die so eine Vertragsstrafe drin hat, weiß ich jetzt nicht. In den neuesten Verträgen gibt es eine Vertragsstrafe. Insofern hat man vielleicht auch als Bezirk daraus gelernt. Ich weiß, in dem neuesten, der für die Gesobau in Pankow da gemacht wird, da ist es eine 30.000 Euro Vertragsstrafe drin oder so. Aber der Punkt ist ja vor allen Dingen, da gibt es dann Leute, die sagen, na ja, mein Haus steht im Milieuschutz, ich will aber trotzdem diese Ziele alle durchsetzen. Und jetzt machen die natürlich in den verschiedensten Ecken weiter. Und die Frage ist, hilft da dieser öffentlich-rechtliche Vertrag? Das ist eine grobe Nummer, unter der man versucht, irgendwas noch umzusetzen. Aber ich sag mal, jetzt einen richtig bösartigen Eigentümer, den kriegt man mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag wo nicht hin. Also wahrscheinlich nicht. Also jetzt ist natürlich die Möglichkeit, es gibt ja trotz öffentlichen rechtlichen Vertrag immer noch die Möglichkeit, als Mieter den Mieterschutz in Anspruch zu nehmen, wenn er denn greift. Also ich muss mich ja nicht auf die öffentliche Hand verlassen, soweit das geht. Das muss man natürlich jetzt noch austarieren. Deswegen ist auch da richtig, man sollte sich da nicht nur auf die Politik konzentrieren, sondern auch noch versuchen, mit den Mitteln, die hier in der Bergstraße versucht wurde, also jetzt zumindest versucht wurde, ja nicht immer erfolgreich, aber zumindest versucht wurde, auch noch weiter zu nutzen. Also nicht verlassen auf die Politik, das geht nicht. Weiter auch die andere Chance nutzen. Aber klar, wir wollten, dass der Bundesgesetzgeber, Milieuschutz ist ein Bundesgesetz, der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit wieder schafft, dass man über Mietobergrenzen was macht. Aber das haben die bisherigen Bundesregierungen nicht getan. Und deswegen haben wir ein vergleichsweise stumpfes Schwert. Aber da wir so wenig Mittel haben, nehmen wir auch diese Strohhalme. Okay, vielen Dank, Rainer. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier vorne sehr lange gesprochen. Genau, jetzt kommen wir wirklich mal zu euch. Das haben wir euch ja auch zugesagt. Audrey ist jetzt erstmal da oben. Deine Meldung habe ich mir aber auch gemerkt. Und hier in der ersten Reihe ist auch noch eine Dame. Vielleicht können wir. Super. Okay. Ja, mein Name ist Juling. Ich wohne in Pankow. Und Pankow hat sich ja ziemlich, also wir haben ja jetzt einen großen Mieterprotest gebildet und sind da auch sehr aktiv in mehreren Straßen. Und der soziale Wohnungsbau, sprich Gesobau, verhält sich ja im Prinzip schon genauso wie die Immobilieneigentümer. Und das kann es natürlich nicht sein. Sie haben doch aber gewusst, als Sie die Mietpreisbindung aufgegeben haben, 2008, wohin die Linie geht. Und jetzt ist seit 2 Jahren, stehen die Mieter dort und kämpfen für ihr Recht. Und die Politik sagt immer nur, ja, wir wollen es versuchen, wir werden mal sprechen, vielleicht beraten wir auch. Wie weit muss denn der Mieterprotest noch gehen, damit sie endlich handlungsfähig werden? Okay, das ist eine sehr berechtigte Frage, die wir am Schluss dann nochmal, oder möchtest du jetzt direkt, Andreas? Genau.
Ich würde auch sagen, wir sammeln jetzt erstmal noch kurz ein bisschen. Ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben, vergesse ich nicht. Schönen guten Abend. Ich bin eine Kollegin von Katrin, die so nett war, mich heute Abend hier einzuladen. Ich habe auch zwei Filme gemacht über den Immobilienboom hier in Berlin. Mit der Bilder hatte ich schon öfter mal telefoniert. Mein Name ist Ele Langer. Und ich komme gerade aus der Winzstraße 52 und aus der Winzstraße 16, wo Entmietungen bzw. Umsetzungen stattgefunden haben. 52 ist dieses bekannte Wohnbiotop, wo die Mieter gerade mobil machen. Und ich würde gerne eine Stufe tiefer gehen, weil mir ist einfach während meiner einjährigen Recherche aufgefallen, dass es ja eigentlich ganz große Versäumnisse gibt in Berlin und da aber auch in ganz Deutschland, um den sozialen Wohnungsbau oder überhaupt den Wohnungsbau für bezahlbare Wohnungen zu fördern. Das sind Gelder vom Bund irgendwie verschwunden. Keiner konnte mir bis heute sagen, wohin sie sind. Wahrscheinlich in irgendwelche Sanierungsprojekte von Gesobau, von irgendwelchen Wohnungsbaugesellschaften. Ich habe keine Antwort bislang bekommen. Jetzt wird ein neuer Fördertopf aufgesetzt für bezahlbaren Wohnraum, für die Wohnungsbaugesellschaften, wo auch die Kapital in die Hand nehmen sollen, um diese Wohnungen zu bauen. Genauso wie die Privatinvestoren aufgefordert sind, schafft noch mehr Wohnraum, dass das nicht billig sein wird, ist jetzt schon klar. Auch selbst der soziale Wohnungsbau wird nicht unter 8 Euro zu vermieten sein. Das hat mir der Pressesprecher gesagt. Also da läuft ja gerade auch so parallel noch ein Modell, wo die Privatinvestoren sich diesen Topfs bedienen dürfen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen sollen mit einer Mietpreisbindung. Oder auch mit Belegungsrecht, wie auch immer. Das ist eigentlich die Fortsetzung des geförderten Wohnungsbaus, was in den 80er und 90er waren. Also dieses Problem wird gerade wieder geschaffen, was gerade ausgelaufen ist, was nämlich die Mieten innerhalb Berlins so sprunghaft nach oben zum Teil katapultiert hat, weil die natürlich jetzt frei auf dem Markt zur Verfügung stehen. Ich denke, wir können gegen diesen ganzen Boom nichts machen, weil der einfach eine Eigendynamik hat, wo wir also nur mit politischen Mitteln gegen agieren können. Und ich finde, da sind ganz schnell Maßnahmen wichtig, die jetzt die richtigen Weichen stellen, auch so für eine langfristige Zukunft, weil der Zug eigentlich schon fast abgefahren ist, bezahlbaren Wohnraum innerhalb Berlins. Oder Belegungsrecht wäre noch ein Instrument. Also es sind so Sachen, die heute noch nicht angesprochen wurden, die aber schon zum Teil praktiziert wurden. Um bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt noch zu erhalten. Das waren jetzt einfach so ein paar Aspekte, die ich noch mit reinwerfen wollte. Okay, vielen Dank. Wir sammeln mal noch weiter, genau. Okay, also es ist anscheinend schon sehr spät. Tut mir sehr leid, wir haben uns ein bisschen in der Zeit verloren, aber ich würde gerne, wenn es in eurem Interesse ist, auch noch ein paar Minütchen überziehen. Ja? Super. Vielen Dank. Hallo. Mein Name ist Uwe Böck. Wir sind ja nicht zufällig, schätze ich mal, im Vorfeld einer Bundeswahl hier eingeladen von der Grünen Partei. Meine Vorredner, die beiden, haben sehr emotional und persönlich betroffen, von ihren Schicksalen berichtet, die alle sehr kleinteilig natürlich sind. Aber sie sind ein Ergebnis einer Politik, die mit sehr viel Geld zu tun hat. Der Film hat das auch im Titel, wie die Finanzkrise mich persönlich, sie persönlich betroffen hat. Die Grüne Partei hat zwischen 1998 und 2005 mit der SPD gemeinsam regiert, hat das wieder vor. Meine MdB sitzt vor mir, der möchte es wieder werden. Wie wollt ihr Grünen verhindern, dass dasselbe die politische Desaster, was ihr angerührt habt in den letzten zwei Legislaturperioden, die ihr im Bund regiert habt, nicht zum Beispiel in Hinblick auf solche Fragen, Miete, Mietrecht, Ähnliches, wieder passiert, wie damals in der Finanzpolitik, wo euch wohlmeinende Leute unterstellen, dass ihr nicht bösartig gehandelt habt, sondern nur das, das Ergebnis eures Tuns nicht überblicken konntet. Okay, danke. Eine Frage sind noch, Audrey, ne? Oder? Ganz kurz auch noch mal in die Richtung. Also
Ich finde den Abend sehr wichtig und wir doktern jetzt praktisch am einen Ende der Entwicklung rum, im Mieterschutz. Das ist auch, wie gesagt, super wichtig, aber man könnte eben auch mal über die Ursachen reden. Mein Vorredner hat es gerade schon angeschnitten. Eine wichtige Ursache, denke ich, ist eben die Tatsache, dass Wohnungen verstärkt als Anlageform entdeckt wurden von anlagensuchenden Vermögen, also dem Privatvermögen des oberen Viertels der Bevölkerung und Vermögen bei Investmentgesellschaften. Diese Entwicklung waren in der Tat die Grünen sehr stark mitschuldig, als sie in der Regierung waren. Ich sage nur niedrige Abgeltungssteuer, ich sage Riester-Rente und Wohnriester, das Geld muss ja auch irgendwo angelegt werden. Ich sage nur Real Estate Investment Trust. Frage ist eben an die Grünen, wie steht ihr heute dazu und was habt ihr daraus gelernt? Vielen Dank, das geht ja in die gleiche Richtung. Wollen wir jetzt, achso, okay, ich dachte, es gibt vielleicht noch eine Frage, aber wenn ich dann, okay, wir haben jetzt, ich würde es mal zusammenfassen, ungefähr drei Fragen, also drei große, das Thema Mieterproteste, wie viel Druck muss aus der Bevölkerung noch kommen, damit da endlich mal was passiert und speziell an uns, den sozialen Wohnungsbau, würde ich sagen, machen wir danach, speziell auch die Frage an uns Grüne, wie wollen wir in Zukunft Immobilienspekulation eindämmen und haben wir aus unseren Fehlern gelernt? Ich finde, das ist immer eine sehr gute Frage und ich finde auch, wir Grünen sind eigentlich, sollten auch die sein und sind das oft auch, die mal Fehler machen leider, aber sie auch erkennen und wenn es geht, korrigieren sollten. Andreas, du bist gefragt als Kandidat. Ich glaube, lernfähig sind wir. Ich glaube, Christian Ströbel, der sitzt hier vorne, der ist auch lernfähig. Wir sind alle lernfähig. Und hier ist ja gefragt worden, was habt ihr denn vor in der Wohnungspolitik, in der Mietenpolitik? Wir haben uns in einem sehr langen Prozess auf der Bundesebene überlegt, was wir in unser Programm schreiben. Und wir haben bei mehreren Bundesparteitagen in den letzten zwei Jahren dazu sehr, wir machen das ja mal denn alles sehr genau, sehr ausdifferenzierte Beschlüsse gefasst. Und das ist letztendlich alles in das Wahlprogramm mit reingegangen. Und um einfach nur ein paar Sachen nochmal zu sagen, also wir wollen, dass diese Neuvermietung oder wenn neue Mietverträge abgeschlossen werden. Diese Steigerung, hier in Berlin mietet man eine Wohnung irgendwo und dann wollen die 20, 30, 40, 50% mehr haben als der Mietspiegel. Das muss aufhören, das muss man verbieten. Das ist so ein Punkt. Oder die 20% in drei Jahren, die einfach so ohne Gegenleistung draufgeschlagen werden können. Das wollen wir absenken. Bei der Modernisierung habe ich es vorhin gesagt, da sind wir auch mit Rainer Wild unter anderem im Gespräch. Wir wollen, dass das beschränkt wird. Der Katalog dessen, was umgelegt werden darf und geduldet werden muss heute, der ist viel zu groß. Wir wollen, dass da maximal diese energetische Geschichte und Barrierefreiheit vorkommt. Und bei der energetischen Geschichte ist das so. Da sind wir in der Diskussion, wir haben das aber auch schon beschlossen. Da muss hergestellt werden eine Relation zu dem, was es eigentlich bringt. Also ich habe Häuser jetzt auch gesehen, da ist sozusagen einmal schon energetisch saniert worden und da macht ein neuer Eigentümer das einfach alles nochmal. Und er macht das nur deshalb nochmal, um einfach ein bisschen mehr zu verdienen und die Mieten nochmal zu erhöhen. Das ist aber in manchen Fällen totaler Unsinn, weil das schon geschehen ist. Also da muss man was tun, da muss man sagen, ihr müsst nachweisen, wie viel bringt das eigentlich und wenn das eine lohnende Sache ist, dass da auch eine Energieeinsparung nachweisbar ist, dann soll man das tun. Aber einfach nur so, um möglichst hohe Modernisierungskosten zu erzeugen, ist es nicht sinnvoll. Da müssen wir einen Modus finden, das steht aber im Programm als Ziel drin. Bei der Geschichte mit dem Milieuschutz und mit Mietobergrenzen, das hat der Rainer Wild gesagt, das war ja ein Fall auch in Friedrichshain und einer in Prenzlauer Berg, glaube ich, wo das mit diesen Mietobergrenzen gescheitert ist. Da haben wir uns vorgenommen, wir wollen das gerne im Baugesetzbuch wieder drin haben. Wir wollen da drin haben, dass in einem Gebiet, wo die Sozialstruktur geschützt werden soll, tatsächlich sowas wie eine, sagen wir mal, eine sozialwissenschaftliche Untersuchung gemacht wird und dann festgelegt wird, okay, das ist ein erträgliches Maß, was in diesem Gebiet an Miete entstehen kann oder genommen werden kann und dann muss man sich danach irgendwie richten. Das ist auch nicht so ganz einfach, da kommt man wieder mit Gerichten und Eigentumsrechten und dann kommen die Juristen und sagen, oh, verfassungsrechtliche Probleme. Aber das haben wir vor, sowas wollen wir machen. Wir wollen beim Mietspiegel dafür sorgen, dass da nicht die letzten vier Jahre und die veränderten Mieten verwendet werden als Basis, sondern wir wollen, dass das die letzten 10 Jahre sind. Dadurch ist zumindest das Ziel. Dadurch soll die Kurve von möglichen Mietsteigerungen, wie wir das ja in Berlin haben,
abgeflacht werden, gedämpft werden im Mietanstieg. Das ist ein weiterer Punkt von dem, was wir vorhaben. Zum sozialen Wohnungsbau soll ich auch gleich was sagen, Katrin? Weil Sie sagen, da ist Geld verschwunden. Das ist so. Dieser alte Wohnungsbau aus West-Berlin, der hatte neben der Herstellung von Wohnungen noch andere Ziele, nämlich Leuten die Taschen zu füllen. Und das hat man gemacht, indem die Baukosten quasi nach oben offen waren. Da war so die Devise, baut möglichst teuer, dann kriegt er viel Geld vom Staat. Und daran krankt diese ganze Geschichte noch heute. Es gibt Häuser, da ist die Kostenmiete. Kostenmiete heißt das, was da an Kosten anfällt beim Eigentümer, unter Umständen in Einzelfällen 20 Euro pro Quadratmeter. Wenn ich heute ein Haus neu baue, dann kriege ich das vielleicht hin für 10 oder 12 Euro. Aber wenn da für Gebäude, die 15, 20 Jahre alt sind, 20 Euro zu Buche schlagen, dann stimmt da irgendwas nicht, das merkt man. Und in diese alte Förderung gibt Berlin nach wie vor mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Und da verschwinden auch die 32, die wir vom Bund bekommen. Und wir haben jetzt gesagt, in unserem letzten Beschluss in der Fraktion im Abgeordnetenhaus, wir wollen ein neues Programm machen. Und da ist der wichtigste Punkt, die Begrenzung der Baukosten. Wir wollen, dass neu gebaut wird, ja auch, aber nicht mehr mit Kosten, die irgendwo Fantasie sind, die vielleicht getürkt sind und einfach nur Leuten die Taschen voll machen sollten, sondern wir wollen tatsächlich da an der Stelle drehen und dann brauchen wir lange Belegungsfristen. Wir stellen uns da 30 Jahre vor. Das ist so eine Größenordnung. Und ich weiß jetzt nicht, was irgendwelche Pressesprecher erzählen, weiß ich nicht, aber wir haben uns vorgenommen, wir streben an eine Miete von 5,50 für Familien mit wenig Geld. Das ist ein Ziel, was wir aufgeschrieben haben, beschlossen haben in der Fraktion und womit wir jetzt reingehen in die Beratung mit den anderen Fraktionen im Parlament. Er ist auch gleich fertig. Gut, dann höre ich erst mal wollte auf. Achso, Gesobau habe ich noch einen letzten Satz. Die Gesobau gehört dem Land Berlin und die wird regiert vom Senat und insbesondere vom Finanzsenator und vom Bausenator Müller. Und die bestimmen, was da passiert. Und der Bezirk Pankow, der hat jetzt versucht, mit der Gesobau zu sprechen und zu verhandeln und dafür zu sorgen, dass es da keine Härten gibt, dass da Leute ihr Haus verlassen müssen, weil die Miete zu teuer ist. Das ist das Ziel und da sind die in Verhandlungen. Okay, weil Christian Ströbele sich jetzt gemeldet hat, würde ich ihm gern kurz die Gelegenheit geben, weil er hier auch persönlich angesprochen wurde. Und ich finde, dann sollte er auch kurz selbst was dazu sagen. Ja. Also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte Hartz IV aufdröseln, nur vielleicht zwei Sätze dazu. Wir waren damals ja in einer anderen ökonomischen Situation in Deutschland, in einer anderen Arbeitsmarktsituation und deshalb hat Hartz und Schröder diese Reform damals gewollt. Wir haben da sehr intensiv drüber diskutiert. Ich habe das lange auch verteidigt. Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und so weiter. Einige werden sich da an die Situation erinnern damals. Die Grünen haben letztlich auch mehrheitlich zugestimmt, Hartz IV. Kann man nicht drum herum reden. Einige Grüne, zu denen ich auch gehört habe, haben ganz zuletzt, also das Gesetz, was dann Gesetz geworden ist, abgelehnt. Und zwar einer der Hauptgründe dafür war, dass es keine Deckelung nach unten gegeben hat bei den Jobs, bei der Bezahlung der Jobs, die man annehmen muss als Arbeitsloser. Deshalb, das war also in der Fraktion auch umstritten. Aber jetzt will ich, wir haben daraus gelernt, das wollten Sie oder wolltest du ja hauptsächlich wissen. Wir haben inzwischen ja für diese Bundestagswahl, aber schon seit 6, 7 Jahren, gelernt und sagen, erstens, die Hartz-IV-Sätze sind natürlich zu wenig, müssen hochgesetzt werden. Zweitens haben wir jetzt beschlossen auf dem letzten Parteitag, und das steht auch so im Programm, dass wir dieses ganze Zwangssystem, das Beobachtungssystem, nee, weil du gesagt hast vorhin, ich nein, jetzt komme ich gleich zur Miete. Jetzt komme ich gleich also zur gibst Miete. Du uns die Chance, uns kurz jetzt zu erklären? Jetzt komme ich zur Miete. Nein, du hattest das ja angesprochen, deshalb, sonst hätte ich das gar nicht erwähnt. Ich wollte nur sagen, wir haben gelernt, wir wollen also ein Moratorium für diese Zwangsmaßnahmen bei Hartz IV. Jetzt komme ich zum Mieterproblem.
Ich bin zum ersten Mal mit der drängenden Mietsituation in Berlin, hier in Kreuzberg, konfrontiert worden, und zwar als es um die Umwandlung und die Sanierung im Bergmann-Kiez ging. Das ist schon, ich weiß gar nicht, 2006 oder so ungefähr war das, oder noch früher. Ich bin dann 2008 und 2009 damit direkt konfrontiert worden, durch Beispiele in Kreuzberg. Und ich habe damals, und das muss man jetzt der Wahrheit zuliebe auch sagen, dass man hier wieder den Milieuschutz einrichtet, dass man hier Mietenobergrenzen macht. Das war lange Zeit auch bei den Grünen auf Landes- und auf Bundesebene nicht selbstverständlich. Auf Bundesebene, da konnte ich es genau beobachten, weil ich in der Fraktion war, kam unter anderem der Widerstand daher aus vielen, da kommen ja die Abgeordneten aus vielen Bundesländern und vielen Städten, und es gibt offenbar, ich kann das nur hinnehmen, vor allen Dingen kleinere Städte, aber viele Städte, in denen das kein Problem ist. Und die immer gesagt haben, braucht man nicht. Wenn wir dann gesagt haben, ja, ihr mit eurem Berliner Problem. Ich habe zum ersten Mal 2009 anlässlich eines FDP-Antrages zum Mietengesetz, ich will jetzt nicht ausführen, was Sie da beantragt haben, einen Änderungsantrag gestellt, ich alleine als Einzelperson, das kann man im Bundestag auch, wo ich Mietenbegrenzung gefordert habe und das sollte ins Gesetz kommen. Das ist natürlich abgelehnt worden, wie alles, was ja von der Opposition vorgeschlagen wird. Und das haben wir dann alle Jahre wieder gemacht. Ich habe dann 2010 oder 11, als wir mit den exorbitanten Mieterhöhungen sogar im ehemaligen sozialen Wohnungsbau, das aus der Bindung rausgefallen ist, da bin ich hingefahren und wir haben das an den Senat gebracht und da hat Frau Junge-Reier uns gesagt, es gibt das Problem nicht in Berlin. Also das haben wir mehrfach gehört, das hat sie auch öffentlich immer wieder gesagt, das war die zuständige Senatorin. Das heißt, wir waren ja auch in Berlin der Opposition, wir haben das zwar vor Ort immer wieder gemerkt, dass es da riesige Probleme gibt, dass es hier zum Beispiel hier gleich in der Nähe, hier in der Kochstraße war das, dass es da Mieterhöhungen von 80-100% schon damals gegeben hat, im ehemaligen sozialen Wohnungsbau. Und zwar war ja das noch, hat das auf die Spitze getrieben, die Schikane, weil das ist zunächst diese exorbitante Mieterhöhung nur gemacht worden bei Leuten mit ausländischem Namen, sage ich mal ganz vorsichtig. Bei den deutschen Mietern, also mit deutschen Namen, ist das nicht gemacht worden. Die kriegen Mieterhöhung von 3-5% oder sowas. Das heißt, wir sind an dem Problem dran. Die Vorschläge, die wir jetzt gemacht haben, die hat Andreas gesagt, die sind in unserem Programm. Und wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, im Deutschen Bundestag gesetzgeberisch was durchzusetzen, werden wir das tun. Das wird eines der ersten Vorhaben sein, was eine rot-grüne oder wie auch immer eine anders gestrickte Regierung unter Beteiligung der Grünen machen wird, in diesem Bereich was machen, weil uns dieses Problem wirklich auf den Nägeln brennt. Ich war auch hier in der... Christian, kommst du langsam zum Schluss, bitte. Ja, ich war auch in Prenzlauer Berg bei der Wohnung. Ich habe jetzt auch an den Eigentümer geschrieben in der Winzstraße, um ein Treffen zu organisieren zwischen den Bewohnern, um ihn vielleicht davon abzuhalten, und habe hier heute mit großem Interesse die Möglichkeiten auch zusätzlich noch gehört, was man machen kann gegen eine Mieterhöhung, die da ja vorgeschlagen worden ist, von jetzt 743 bis um 1.800 Euro im Monat. Das ist völlig unerträglich und ich glaube, das können wir fest zusagen, wenn wir irgendeine Chance haben, werden wir das gesetzgeberisch beschränken, so wie Andreas das gesagt hat. Vielen Dank, Christian. Es ist übrigens auch so, dass wir in unser 100-Tage-Programm, wir hatten letztes Wochenende einen kleinen Parteitag, wenn ich das nur kurz anführen darf, haben wir es als Berliner geschafft, dass das Thema Wohnungs- und Mietenpolitik mit in das 100-Tage-Programm reinkommt.
Garantieren können wir natürlich nichts, weil wir werden höchstens der kleine Koalitionspartner. Peter, ich würde dich noch mal kurz bitten, auf das Thema sozialer Wohnungsbau einzugehen. Es gibt ja jetzt auch ein Neubauprogramm, davon hat Andreas auch schon berichtet, vom rot-schwarzen Senat. Und wollte nur von dir wissen, denkst du, das ist das Richtige? Was haltet ihr davon als Genossenschaften auch? Ja, ich habe eine prima Überleitung. Wir haben nämlich ein Haus auch in der Windstraße 60. Das haben die Bewohner mit uns 2000 erwerben können von der Wohnungsbaugesellschaft damals noch, haben es in diesem Selbsthilfeprogramm saniert und haben da jetzt eine Miete von 3,07 Euro. Das ist das, dass ich mich schon fast immer, also netto kalt, dass ich mich fast schon immer ein bisschen schäme, hier zu sitzen bei diesen Problemen, die es da gibt. Und das Ganze war natürlich nur möglich, weil wir einen ganzen Teil an Steuergeldern geschenkt bekommen haben. Sonst gäbe es diese Mieten nicht und das ist das Problem aber jeder Förderung, wenn man nämlich dieses Geld verschenkt. Schon damals, obwohl es eigentlich gegen unsere Interessen ist, haben wir gesagt, wenn, dann bitte ein revolvierender Fonds, der Geld wieder zurückfließt, wenn die Mietentwicklung es zulässt, die Einkommen es zulassen. Aber es war immer viel einfacher, dieses Geld zu verschenken, weil man hat es ja auch nicht nur Genossenschaften geschenkt, man hat es teilweise auch Privaten geschenkt. Und der große Knackpunkt bei den Überlegungen, oder wo ich jetzt nur sagen muss, mir graut eigentlich vor diesem Neubauprogramm. Was als erstes passieren wird, ist, dass also nicht eine, also dass ganz, ganz wenige neue bezahlbare Wohnungen geschaffen werden, solange es nicht diese Mietobergrenze, also die Neuvermietungsbegrenzung gibt. Weil was wird denn passieren? In diese neu geschaffenen Wohnungen werden Menschen mit geringem Einkommen einziehen, machen ihre andere Wohnung frei und die Vermieter reiben sich die Hände, weil sie die jetzt fürs Doppelte vermieten können. Also erstmal irgendwas ganz Abstruses, wenn eben nicht alle anderen Sachen da einhergehen. Diskutiert wird die ganze Sache jetzt städtische oder private. Also ich habe so ein schönes Interview von Nussbaum gelesen, Genossenschaften gibt es gar nicht. Also in dieser Stadt gibt es für die politisch Verantwortlichen, komischerweise auch für die SPD, die ja eine gewisse Tradition haben könnte, gar keine Genossenschaften. Die tauchen in denen nicht auf und man sagt jetzt, okay, die Öffentlichen sind jetzt das Allheilmittel. Kann man irgendwie sagen, öffentliches Geld nur für Öffentliche? Man kann auch sagen, man macht einen Wettbewerb, auch Genossenschaften können sich beteiligen, nur die Genossenschaften, zumindest wir haben keine Grundstücke. Also das ist kein Wettbewerb auf Augenhöhe, wo die städtische Gesellschaft auf den städtischen Grundstücken, die sie bekommt, einen Neubau errichtet und wir sollen irgendwo Grundstücke kaufen. Passt nicht, funktioniert leider überhaupt nicht. Also sind wir da außen vor und wir hören uns immer an, es darf keine Rechtsform gefördert werden. Also man darf nicht Genossenschaften etwas geben, was man Privaten nicht gibt. Man kann den Genossenschaften oder man kann Auflagen machen wie ein Belegrecht über 100 Jahre. Das ist uns völlig Schnuppe. Wir sind total froh, wenn in unsere Häuser eben auch andere Menschen einziehen können, die sich das leisten können. Und schon dieses Belegrecht über 100 Jahre wäre für einen Privaten eigentlich ein No-Go. Dann wird es total unattraktiv von denen. Und dann hätte man tatsächlich auch ein Modell. Und wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, also wir können über städtische Gesellschaften viel diskutieren, über die GESO-Bau. Wir haben tatsächlich von der GEWO-BAG ein Grundstück im Prenzlauer Berg kaufen können mit einem Bestandsaltbau. Wir haben uns zu einem solch städtebaulichen Vertrag verpflichtet. Es kann einfach so funktionieren, wir nach kompletter Sanierung, Modernisierung kommen die Mieter zurück zu einer Netto-Kaltmiete von 5,47 Euro. Und diese 5,47 Euro müssen wir in den nächsten 8 Jahren auch nicht erhöhen. Wir müssen sie vielleicht nach 8 Jahren erhöhen, wenn das Zinsniveau höher ist, weil dann die Kredite umgeschuldet werden. Und wir haben allen Mietern dort angeboten, wenn sie ihre Wohnung selbst renovieren, daher auch der Name Selbstbau, wir haben ja gesagt, ein bisschen was sollte man selbst machen, nehmen wir sie auch in die Genossenschaft auf und sie sind natürlich mit den anderen Genossen in den Neubauten völlig gleichberechtigte Mieter. Dummerweise, und die GEWO-BAG hat gesagt, diese einzelnen Baulücken mit so einer großen Gesellschaft zu beplanen, zu bebauen, macht für sie einfach wenig Sinn. Die sollen den Siedlungsbau machen, da sind also städtische Gesellschaften sicherlich gut dabei. Wir hatten überlegt, ob es eine weitere Kooperation mit kleinen Genossenschaften gibt, gibt es aber nicht, weil der Aufsichtsrat, also sozusagen die Politik in der GEWO-BAG, gesagt hat, nein, die städtischen müssen alles selber machen. Also ist immer so ein ganz oder gar nicht, dazwischen gibt es irgendwie nicht wirklich was. Und damit sind wir in diesem ganzen Prozess
einfach ein bisschen außen vor. Und wir haben dann auch gesagt, klasse, die Städtischen machen es, es dauert länger, es wird teurer und in 10 Jahren ist vielleicht die politische Meinung wieder die, wir haben zu vielen sozialen Wohnungsbau, wir verkaufen mal wieder was und dann in 20 Jahren kaufen wir wieder was zurück. Und das ist einfach das große Dilemma dieser Tagespolitik. Okay, vielen Dank, Peter. Wer mehr Informationen über die Stiftung Trias haben möchte oder über die Genossenschaft, draußen liegen auch noch Flyer aus, wenn ich das mal sagen darf. Genau, genau. Gut, Rainer. Ich dachte, Katrin kriegt das Schlusswort. Ganz kurz nur, wenn halte ich bitte kurz. Wenn's... Ja, also ich habe ja auch schon viele Bausenatoren kommen und gehen sehen und auch schon viele politische Ansätze kommen gesehen und leider nicht umsetzbar gesehen. Es ist total schwer, finde ich, vor allen Dingen aus einem Grund. Das, was wir als soziale Stadtentwicklung, als soziales Mietrecht, als Bewohnerorientierung verstehen, hat im politischen Rahmen fast keine Lobby. Muss man einfach sagen. Die Umsetzung ist extrem schwierig. Das weiß Andreas, das weiß Katrin. Wir versuchen es ja an verschiedenen Punkten, aber es ist extrem schwer. Und das, was unter dem Etikett sozial dahergelaufen kommt, ist häufig einfach eine Farce. Muss man klar sagen, wenn's ernst kommt, wenn man wirklich sehen will, was wir folgen, dann gibt es ganz viele Wenn und Aber und wir kriegen das ganz schwer umgesetzt. Und in der Wohnungsversorgung ist das beste Beispiel. Wir sind praktisch in einem rein privatisierten Raum. Wir haben in Berlin noch ungefähr 270.000, 280.000 Wohnungen der städtischen Wohnungsunternehmen. Da kam der berechtigte Einwand, naja, die agieren ja auch schon im Grunde wie die Privaten, ist gar kein großer Unterschied. Ist in der Tat auch ganz an vielen Stellen gar kein, für den Einzelfall kein Unterschied. Natürlich, statistisch gesehen ist das Mietniveau der städtischen niedriger als das übliche Mietniveau. Das ist so. Aber auf den Einzelfall betrachtet sieht es dann wieder ganz anders aus. Und da haben wir schon Schwierigkeiten, diese städtischen daran zu binden, vernünftige Wohnungspolitik zu machen. Und der ganze andere private Bereich, der ist im Grunde eigentlich ohne Regularien und dann gibt es die Exzesse, die wir heute in diesem Fall gehabt haben. Das ist ja Gott sei Dank nicht in allen Fällen so. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch Privateigentümer, die diese Absichten nicht haben. Aber klar ist, wenn sie es denn wollten, könnten sie es tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Wohnungswirtschaft, die sich aus meiner Sicht jedenfalls so sozial versteht, wie das aus unserer Sicht, der Nutzersicht, wünschenswert wäre. Die Genossenschaften, schön, es wäre schön, es gibt die Einzelgenossenschaften, die kleinen Genossenschaften, aber ich kenne so viele Genossenschaften, die auch im Neubau 11 Euro realisieren. Ja, also da ist es auch nicht da. Also dieses Gefühl, ja gut, dann machen wir im Neubau was anderes. Genau die haben auch ganz häufig den Wunsch, bei ihren Bewohnern, die sie jetzt aufnehmen, ihren Genossen, die sie nehmen, eine Finanz- und Zahlungsstärke Klientel zu generieren. Es gibt unheimlich viele Leute, gerade in Berlin, die am Wohnungsmarkt am Arsch sind, muss man klar sagen, aufgrund der Zugangsbedingungen, aufgrund der Finanzen. Und es fehlt im Grunde der Eindruck in der Politik, dass man diesen Sektor, der doch so ein wesentlicher ist, wie wir in dem Film so deutlich dokumentiert bekommen haben, dass wir diesen Sektor ein Stück weit rausnehmen aus dieser ganzen Kapitalverwertungsschiene. Und das ist unheimlich schwer. Und das umzusetzen, da brauchen wir noch wirklich sehr viel Arbeit. Vielen Dank, Vanja. Katrin, du hast sozusagen quasi Vanja, das Schlusswort. Achso, nee, waren ja wunderschöne Worte. Ja, also ich finde auch, es lohnt sich für unser Berlin zu kämpfen. Also ich möchte nicht so viel Miete zahlen wie in London oder auch nicht wie in Hamburg und auch nicht wie in München. Also nein, ich habe eine Weile in London gelebt. Also ich weiß, wo das hinführt, wenn die Stadtbezirke so extrem getrennt sind. Und wie ist es jetzt mit der Bar? Also ich würde jetzt gerne, weil ich weiß jetzt, dass ganz viele Leute, ich glaube, das sind viele Leute, die sich vielleicht auch hergetraut haben, die das jetzt gerade erleben und noch gar nicht so vernetzt sind oder so. Also das sind meine Nachbarn vielleicht, oder ihr freut euch, wenn ihr angesprochen werdet und eure Erfahrungen weitergeben könnt, oder? Also wir mussten unsere Webseiten leider vom Netz nehmen im Zuge dieser Auszugsvereinbarung, aber heute sind wir da, den Mund lässt uns niemand verbieten. Also wie ist das jetzt, oder die Bar macht jetzt um 11 schon zu, oder wie war das jetzt? Ja, vielleicht können die ja für einen guten Zweck länger
arbeiten. Aber es gibt ja in Kreuzberg immer noch keine Sperrstunde und von daher bin ich mir sicher, finden wir da was. Also es steht ja jedem und jeder hier frei, dass wir hier noch ein bisschen bleiben und auch draußen miteinander diskutieren. Und da freuen wir uns alle. Warst du schon fertig, Katrin? Ja. Ja, okay. Nee, und ansonsten würde ich gerne noch mal ganz kurz auch vielen Dank an Katrin Rothe und auch das ganze Team, was dahinter steckt und steht und wie ihr viel Arbeit geleistet habt. Vielen Dank, dass ihr uns das so anschaulich gemacht habt, dieses Problem. Und ja, wir werden weiter dranbleiben und kämpfen, dass wir da doch mal wirklich Flöcke dagegen in den Boden hauen. Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Geht ruhig mal, sowohl im Bundestag gibt es öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen, die man sich da mal angucken kann, mal sehen kann, wer da wie diskutiert und was da so gemacht wird. Und im Bauausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus findet alle zwei Wochen ab 14 Uhr mittwochs statt. Schaut euch das mal an, dann könnt ihr das mal selbst erleben, welche Diskussion man da führt. Ich glaube, heute haben wir hier mehr erreicht und besser diskutiert als da in allen zusammen. Und das wäre ganz toll, wenn ihr euch mal das genau anschaut. Und vielleicht, weil ja hier auch anklang, es sind ja bald Wahlen. Dazu wollte ich nur sagen, ihr müsst nicht die Grünen wählen, darum geht es hier nicht, sondern es wäre schön, wenn ihr wählen geht, weil nicht wählen gehen ist auch keine Lösung. Ja? In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und vielen Dank nochmal, dass ihr so viel Geduld auch mit uns hier hattet. Und auch vielen Dank an das ganze Team der Landesgeschäftsstelle, die auch ganz toll hier viel organisiert haben. Und ich habe auch noch ein paar kleine Geschenke hier für unsere Expertinnen und Gäste. Einmal für dich, Katrin, vielen Dank. Einmal Rainer, vielen Dank. Einmal Peter. Und natürlich kriegt auch Andreas was. Und viel Power dir noch bis zum Wahltag. Dankeschön. Schönen Abend noch.